Okay. An dieser Stelle begrüße ich jetzt erstmal alle nochmal hier für die YouTube-Aufzeichnung. Herzlich willkommen. Und wir legen dann jetzt gleich mal los. Wir machen mal Vollbild. Was machst du denn in Hannover? Da besuche ich einen Kumpel. Old Christina und Better Not Games sind noch drauf. Die sind noch da am Rumbauen. Vor denen brauche ich jetzt also keine Angst haben. Die nehmen gerade nicht auf. Raymond mit D. Aha, okay. So, was haben wir hier? Ah, ich habe noch mein WhatsApp im Hintergrund auf. Das sollten wir gerade mal bedenken. Und wir fangen 10 nach, fangen wir mit dem Livestream an. Das heißt, wir haben bis 10 nach 11. Mal gucken. Je nachdem, wie es läuft, vielleicht mache ich auch nur eine Stunde. Und dann mache ich irgendwie im Laufe der Woche nochmal eine Stunde. Gucken wir doch mal. Ach so, ja, genau. Ich bin ja noch tot. Alter, ihr hört's schon. Da ist richtig was los. Ne, Title Stream wollen wir nicht. Wir wollen respawn. Hi, home. Okay, das ist der Essensbug. Jetzt muss ich mir schnell was zu futtern holen. So, eigentlich sollte das nicht passieren, dass ich nämlich hungrig spawne, aber das können wir mittlerweile zum Glück auffangen. So, wir haben doch bestimmt auch noch irgendwo wieder was zum Aufhängen. Da sind noch zwei Rotten Flash. Die hängen wir mal zum Trocknen auf. Dann gucken wir oben nochmal nach. So, wir haben ja leider alles verloren. Wir müssen also dann mal wieder relativ neu starten. Thermonomicon. Damit will ich auch bald mal anfangen. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Thermonomicon anfangen werde. Also mit Formcraft. Aber vielleicht mit ein paar anderen Sachen. Wir nehmen uns erstmal die Iron Chestplate mit. Hier so, damit wir ein bisschen Rüstung haben und nicht direkt in Luft aufgehen. Was habe ich jetzt gesucht? Ach ja, Dings. Hier, wie heißt es? Futter im Prinzip. So, da haben wir noch ein bisschen was. Dann können wir hier nochmal uns um die Felder... Ups, nee, das war noch nicht richtig. Uns ein bisschen um die Felder kümmern. So. Zack, so. Ups. Nee, ich will ja versuchen, hier ein bisschen mehr Weizen, mehr Barley anzubauen. So. Das Ding nervt ein bisschen. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie umstellen kann. Ich gehe mal lieber hier hin. Mit den Anzeigeoptionen. Corona, kannst du das Atlas IP grüßen? Bestimmt. Irgendwann mal. ich will jetzt nur rausfinden. Ich weiß es noch nicht so richtig, wo man das einstellt. Ne, Highlight Tooltips ist alles easy. Tools, Datadumps, nee, ich will einfach nur, dass die Debuffs woanders angezeigt werden. Wisst ihr, wo das geht? Receipt Mode muss ich, glaube ich, machen. Item Panel Sorting. Hey Janina! War ärgerlich dein Tod, ja, das stimmt. Geilo! Kannst du den Honig essen oder irgendwas damit craften, wo du essen kannst? Ja, ich kann damit Bier machen. Der Honig ist zum Bierbrauen, beziehungsweise auch für Wein. Daraus kann man Met machen und so weiter. Corbin ist auch am Start. Na? So, Display Name. Okay, Item Damage. Item ID, Mod, Minecraft. Was soll man da machen? Search Mode Extended, Item IDs. Okay, ich würde jetzt aber gerne tatsächlich, dass meine Debuffs nicht mehr... Wie kriege ich das denn hin? Dass das Debuff-Ding hier nicht mehr, in der Mitte angezeigt wird. Weiß das einer von euch? Ich soll einen Blackscreen machen, damit ich euch nicht mehr mit der Zeit spoilere. Okay, das schaue ich mal. Das sind wahrscheinlich Multiplayer-Settings? Nee. Snooper-Settings. Ich habe keine Ahnung, wo man das einstellt. Ich will diesen Debuff nicht in der Mitte haben. So, hier haben wir nochmal einmal ein bisschen davon. Die Melone können wir auch mal ernten. Oh, das war jetzt nicht so clever von mir. Muss ich gestehen. So,
So, das können wir auch alles abernten. Einwandfrei. So. Was geht denn jetzt hier die ganze Zeit ab? So, hier können wir wieder ein bisschen Gerste pflanzen. So, Gerste haben jetzt, glaube ich, ganz gut was. Ist ja auch, wie gesagt, einfach viel ergiebiger als Weizen. Dann nehme ich hier nochmal Gerste raus. Glaube ich auch nochmal. So. Perfekto. Wieso haben wir hier eigentlich 3 Workbenches? So, das ist alles weg. Kann ich mitnehmen. Daraus crafte ich mir Weizenmehl. Geh doch mal in den Nether. Los. Na, noch nicht. Hey, Vinak. Wirst du eigentlich in den Nether gehen? Ja. Nicht jetzt. Wir machen einen Ausflug in den Nether. Weil du wolltest ja letztens rein. Ja, da bin ich ja gestorben direkt. War ja nicht so geil, wa? Ich mach das einfach mal so, dass ich jetzt noch einen Erdblock da drunter setze. So, vielleicht vermehrt die Biene sich dann da ein bisschen besser. So, Honig läuft ganz gut. Ach, hier oben haben wir auch noch Sachen. Okay, hier kann ich auch mal Kartoffeln holen. So, sehr schön. So, das will man einfach mal ein bisschen gegen das Hungerproblem ankämpfen. Es sieht zwar über weite Strecken schon gar nicht mehr so finster aus, aber hin und wieder kommt es dann doch mal vor, dass jemand mal irgendwie zu viel Futter mitnimmt, dann irgendwo stirbt. Gell, Justin? Jetzt habe ich hier natürlich keine Weizen mehr, keine Samen mehr. Aber ich habe doch gerade hier irgendwo welche eingelagert. Wo sind die denn? Oh, da haben wir noch Copper Ore Berries. Barley Seeds, die nehme ich mal mit. Kriege ich die hier hin? So, perfekt. Noch mehr Brot. So. Ah, wobei die Kartoffeln kann ich eigentlich auch mal backen. Ja, da sind sogar noch welche drin. Gut, dann gehen wir mal runter. Ich werde jetzt mir gleich erstmal einen Hammer machen wieder. Damit ich ein bisschen farmen kann. Ich will jetzt einfach den Livestream ein bisschen für Sachen nutzen, wo ich farmen will, die ich farmen muss. Oder auch halt für, ja, also weniger für irgendwelche produktiven Sachen, weil ich die ja dann auf YouTube zeigen will in den Folgen. Mach das einfach mal, um mich wieder zu equippen. So, das kann da rein, Iron kann da rein. Was ich zum Beispiel auch machen kann, ist jetzt die Zeit nutzen, um hier zum Beispiel ein bisschen die Smeltery zu erweitern. Das wollte ich ja auch noch machen. Ja, im Nether ist schön kuschelig warm, ja. Besuchst du ja Mr. Guard? Klassenfahrt, ja. Justin stirbt immer. Popohau oder was? Hallo, Dennis Ice. Dennis Ice, glaube ich, heißt es. Bin ich ganz sicher, aber ich glaube, es ist der Mann Dennis Ice. Alamite. Wir haben noch ein bisschen. Oh, wir haben noch richtig viel Obsidian. Wir haben wirklich noch richtig viel Obsidian. Es mangelt allerdings etwas an Dings. Ich mache mir dann einfach einen. Ich muss mir erstmal wieder einen Hammer machen. Dann mache ich mir einen Alamite-Kopf. Den kann ich dann tatsächlich ja auch schon wieder ein bisschen besser machen, oder? Ja, warum soll ich mir denn jetzt auch erstmal einen schlechten machen? Weil ich meine, ich gehe davon aus, erstmal. Oh, stimmt, Nightbot ist nicht da. Ich gehe ja davon aus, dass ich meine Sachen nicht wiederkriege. Nightbot holen wir mal kurz wieder rein. Wann kommt Leben? Leben kommt frühestens in einer Stunde, spätestens in 2 Stunden. Je nachdem, wie lange ich heute Dings streame. Und ich muss auch noch meinen Follower-Alert anmachen. So, jetzt ist mein Follower- und Donation-Alert, es läuft auch alles. So. Draußen explodiert wieder die Welt, aber das ist normal hier in Rostock. Okay, nice. Janik hat sich gerade ein geiles Brot gemacht. So, WhatsApp machen wir aus. Der Nightbot müsste jetzt angekommen sein. Dann können wir wieder rein. Mach dir die beste Rüstung, dieses M. Du meinst die Mage Armor.
Battle Mage Armor. Ja, kann ich machen. Warte mal, was war denn? War Obsidian... Hatte Obsidian eine hohe Haltbarkeit? Ich mache mir mal eine Obsidian-Platte einfach. Extend Red Bull weg, habe ich doch. Irgendwie mag ich den Nightbot nicht. Ja, oh, geht's vielen so, wa? So, muss mal kurz gucken. Ich habe doch noch irgendwo da eine. Paper Tool Rod? Ne, ich brauche auch die Tough Rods. Dafür brauche ich aber noch mehr. Da haben wir noch Papier. Ey, wir müssen echt mal unser Lager sortieren. Wow! Wo kommt denn das Ding her? Scheiß Skelett, stirb! So. Mussten wir mal kurz wegholen. Ah, ich sehe gerade, da ist auch Justins Cleaver noch drin. Was genau habe ich jetzt gesucht? Sehen noch im Server. Tag. Warte mal. Wollt ihr Tag machen? Was habe ich da jetzt gesucht? Papier, danke. So, wir brauchen eine deutlich größere Papierfarm. Das bedeutet, ich werde jetzt erstmal mein Papier opfern, was ich hier hätte. Mein potenzielles. Und stattdessen lieber mehr anbauen hier. So. Das ist nämlich tatsächlich ziemlich wichtig, dass wir Papier haben. Weil ich das natürlich immer zum Craften nutze. Gerade für die Rods. Hallo Erik, guten Abend. Grüß dich. Ich mag dich, Cortona. Leute, was ist denn los? Wieso kann denn niemand meinen Namen sagen? So. Aber ich fühle mich trotzdem geschmeichelt. Hier muss man als Kompliment. Da ist noch eins. Leute. Ah, oh, ich habe schon wieder so einen scheiß Isaac. Bitte lass den nicht irgendwo hier unten schon sein. Hier ist irgendwo eine Höhle hinter. So. Was haben wir hier noch so Schönes? Boah, ey, krass. Zack. Da gibt es schon ein Follow und zwar von Megatop. 1, 2, 3, 3. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. So. Zack. Was ist denn jetzt, Alter? Leute, seid ihr AFK? Schmeißen wir auch mal eben hier wieder rein. Die Essenzbeeren. Das wäre geil, wenn man die irgendwie zu so einem... Taste like Creeper. Er ist Corona. Der Unredliche. Genau, der Unredliche. Was ist denn da jetzt? Ich würde gern schlafen, Leute. Game Mode. Day oder so. Wieso machen die das während meiner wegen meiner Livestreaming-Zeit? Wie viel Papier haben wir denn noch? Da ist noch ein bisschen Papier. Hatte ich noch irgendwo Papier? Da ist noch ein Iron Hammerhead. Ach, hier sind auch noch ein paar. Dann packe ich hier mal die ganzen Bärendinger rein. Die nehmen nämlich auch ziemlich viel Platz weg. Danke. So, jetzt haben sie Tag gemacht. Das ist immerhin etwas.
So. Bum, 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 so. Zack. Raspberries können wir mal sammeln. Hatte ich mir noch. Achso, was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Ach ja, die Route. Wenn es heißt, wie geht's dir, Corona? Mir geht's gut und dir? Nee, da sind noch Jagen. Nicht, dass die dich noch jagen. Nee, dürfen sie ja nicht. Die sind ja momentan nicht in der Auf. In einer. Megatop, nicht Megatop. Okay, Megatop. Was? Im Januar 100k? Wer hat im Januar 100k? Wo ist denn hier der scheiß Zombie? Oh, hier ist noch mehr von dem Zeug. Sie dürfen mich nicht töten, weil sie gerade dekorieren. Die sind quasi gerade als Game Mode auf dem Server. Huch. Und deswegen dürfen die halt nicht mich töten. Oder keine Jagd auf mich machen. Dann. Ich könnte mir eigentlich. Na, ich brauche halt. Also ist hier dieses Tough Pattern. Das ist Tough Pattern, ja, ne? Ja, die Tough Pattern brauche ich. Wie viel brauche ich dafür? Reichen 5 für einen? Ne, 5 reichen schon nicht, dann brauche ich 6 für einen. Ach Gott, ey, dann muss ich mir irgendwas überlegen, wo ich jetzt noch Dings sehe. Oh, da ist was gewachsen, sehr schön. So, dann baue ich jetzt erstmal alles Sugarcane an, was ich habe. Und ich glaube, ich gehe dann auch gleich mal erstmal kurz etwas auf Erkundungstour. Oh, Äpfel haben wir auch, das ist auch schön. So. Zack, da haben wir wieder Äpfel. Ist echt gut, dass ich den Baum mal gefunden habe. So, da rein. Papier. Kann man Papier noch irgendwie anders herstellen? Paper. Nee, schade. Welchen Anbieter hast du, Corona? Also Internet und so. Telekom. Abonnier Corona, auf jeden Fall. Ich bin immer noch schön. Okay. Hansi Pansi, ja, dann hallo und dann bist du wohl ziemlich hübsch, wa? So, wir können eigentlich auch mal hier ein bisschen an unserem Haus weiterbauen. Wir hätten da unten dran rumgeholzt. Hier, dieses Baumhaus habe ich halt auch noch nicht angefangen. Ne? Wir sind halt noch so weit. Ich habe noch so viel zu tun. Quicks, vielleicht sage ich jetzt einfach mal. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Was habe ich denn hier oben eigentlich noch? Oh, ein Iron Sword mit Fire Aspect. Wo habe ich denn? Okay. Wo immer ich auch das her habe. Es ist gut zu wissen, dass ich so etwas besitze. Christina AP left the game. Olg ist noch da. Hier kann man noch schön runter. Wunderbar. Gehen wir mal runter hier. Achso, hängen das Zombiefleisch mal hier auf. Und. Alter, ich renne jetzt die ganze Zeit nur rum. Wie lange ist jetzt schon rum? Gleich 20 Minuten. Ich habe noch nichts richtig hingemacht. Na gut, ja doch, 20 Minuten überarbeiten. Insofern kann sich jeder auf dem Luftschiff Weihnachtsmann porten, um dann eine Weihnachtsfolge aufzunehmen. Am besten mit der ganzen Stadt. Es gibt für jeden ein Geschenk für Spaß. Okay, dann will ich das mal nicht machen. Dann kommt dann bald eine Weihnachtsfolge auf meinem Kanal. Achso. Ich gehe mal schauen, ob wir vielleicht vorne noch irgendwo. Noch irgendwo. Dings finden. Zuckerrohr. Wir haben ja hier einiges an. Und ich verstehe es nicht. Guck mal. Permanent. Meine Minimap resettet sich permanent. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum meine Minimap sich immer resettet. Corona gleich bester Mann. Yay! Now this is a story about Knife God flips upside. Achso. Now this is a story. Ja, ja, okay. Ich kenne den Text jetzt nicht, du hast ihn da geschrieben, aber ich weiß, dass du den Prinz von Bel-Air meinst. Wann kommt Minecraft Leben? Danach, ne? Wenn wir hier durch sind. So, oh, hier haben wir nochmal einmal Dings. Da haben wir nochmal Baumwolle. Baumwolle nehme ich mal mit.
So, hier haben wir jetzt Wasser. Das heißt, da vorne sehe ich Sand. Da rollt anscheinend irgendwie ein Dings rum. Okay, ich brauche mal kurz etwas Holz. Um mir eine Schaufel zu machen, denn das ist da vorne Aluminium-Gravel. Und in diesem Gravel, das ist quasi normales Gravel. Allerdings ist dort Aluminium-Erz drin in diesem Kies halt. Und das würde ich mir gerne jetzt abbauen. Ups. So. Ein Stein mit. Nö, aber da reicht eine einfache Holzschaufel. Sollte zumindest. Ich habe keine Lust, mir noch irgendwie Stein zu holen. Okay, reicht wohl nicht. Sollte ich mir dann einfach merken, dass es da ist. Hier das Ding. Haha. Schwuppdiwupp im Wasser. Alter, jetzt hänge ich da auch noch. Gerade Aluminium wäre eigentlich relativ wichtig, weil wir viel mit Allomite machen. Pilze brauchen wir jetzt nicht in der unbedingt. Alter, hier muss doch irgendwo nochmal Zuckerrohr sein. Mystic Ender, ist das Enderman? Ja, das ist ein Mystic Enderman, den will ich nicht. Oh! Well, das ist praktisch. Da schreibe ich mir mal kurz eine Map-Notiz. Kühe. Sehr schön. Das ist praktisch, gut zu wissen. Da vorne ist Zuckerrohr. Gegen den Mystic Enderman würde ich ungern kämpfen, weil ich das jetzt einfach nicht schaffen würde. Hätte ich den Cleaver dabei, würde das gehen. Hier ist noch mehr Aluminium. Hier sollte ich vielleicht nachher mal meinen gehen oder so. Mal gucken. Das nehmen wir mal mit. Ach, da vorne ist das. Da vorne ist das Nether-Portal. Ach nö, jetzt kommt hier schon wieder so ein scheiß Gorilla an. Zack, stirb. Ja, du mich auch. Da vorne ist das Nether-Portal, der abgestürzte Meteorit. Hier war Endercrank. Den habe ich ja beim letzten Mal gesucht. Ich glaube in der Folge. Welcher Mod ist das? Das sind verschiedene Mods. Das Ganze ist ein YouTube-Projekt, das nennt sich Mine Faction. Und das sind viele Mods, die so auf Mittelalter... Ja, im Prinzip sind es Mods, die auf Mittelalter, Magie und extrem harte Mobs abzielen. Also es ist schon ziemlich hardcore hier. Genau, da oben ist jetzt ein Enderportal drin. Netherportal, wieso sag ich mal Enderportal? Das ist so ein Meteorit, der hier abstürzen kann. Allerdings will ich da jetzt nicht rein. So, also irgendwie ist Zuckerrohr tatsächlich ziemlich rar. Ich glaube aber, hier hat Endercrank auch einfach schon alles mitgenommen, was geht. Hier sind noch Emeralds. Okay, also ich muss hier echt nochmal ein bisschen durch den Dschungel laufen, wenn ich dann meinen Hammer habe, beziehungsweise auch nochmal vielleicht einfach eine bessere Schaufel. Hier sind wir bei den Kühen. Die möchte ich mir auf jeden Fall jetzt holen. Das mache ich jetzt auch. Als erstes. Bevor wir weiter irgendwas machen. Das Zuckerrohr muss sowieso wachsen. Das heißt, wir können jetzt eh nichts machen. Ich will mir jetzt auch eigentlich ich will keine Abstriche beim Hammer machen. Denn, ja, weiß ich nicht, ein guter Hammer muss halt einfach sein. Auch wenn ich ihn dann vielleicht wieder verliere. Irgendwie im Nether oder so. Ich bin auch noch neugierig, ob ich nicht vielleicht meinen Hammer irgendwie wiederholen könnte. Aber wenn ich das jetzt probiere und dabei draufgehe, ist halt die Livestream-Zeit komplett, vorbei. Und das möchte ich nicht riskieren. Welcher Fußballfan bist du? In erster Linie, also ich finde Hertha ganz cool. Hertha BSC Berlin. Aber ich mag auch Bayern. Und Gladbach so ein bisschen. Es gibt halt nur einen Verein, den ich auf den Tod nicht leiden kann, und das ist Dortmund. Also ich bin weniger Fan von irgendeiner Mannschaft, als mehr Anti-Fan von Dortmund. Ich kann nicht erklären, warum, aber es ist halt irgendwie einfach so. Es hat sich einfach so festgesetzt. Ach, da ist... Ich wollte gerade sagen, warum ist da ein Loch? Dann setze ich die mal kurz weg hier. Das kann ich ja auch erstmal wegpacken. Hol dann mal da meine Sachen her. Und jetzt muss ich mir ein bisschen... Oh, nee, jetzt wird schon wieder dunkel. Dann schlafe ich nochmal drüber.
Lieber nochmal eine Nacht drüber schlafen. Oh, unsere Bärenbüsche gehen auch ab hier. So. Jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen mehr pflanzen. Sehr gut. Tick und Tick. Oh, wir haben noch zwei. Sehr schön. Also so langsam wird das hier. Bist du in Weihnachtsstimmung? Ja. Ich bin... warte mal. Wie alt bist du? In Scope ist 21. Okay. Ich bin 26. Ja, okay. Gehen wir kurz schlafen. Bevor mir wieder was ans Leder will. Ich glaube, wir haben hier unten auch... Da haben wir zum Beispiel noch Weizen. So. Können wir kurz wegschmeißen hier das Ding. Einmal schlafen gehen. Na, schlafen. So. Corona, wie wirst du deine Vitrine gestalten? Bombastisch, Yannick. Ha? Wortspiel verstanden? Ja, schon Schelm, ne? So, dann gehen wir jetzt nach vorne. Nee, Moment. Da haben wir eine Iron-Schaufel. Dann hole ich mir auch gleich nochmal das Gravel, was ich da gefunden habe. So, wir holen uns jetzt erstmal das Kies. Quatsch, das Kies, die Kühe. Oh Gott, die hier durchzulotsen, das wird ein Akt, ey. Scheiße, Mann, habe ich jetzt schon gar keinen Bock drauf. Oh Gott, Kühe, ey. Warum? So, wo war jetzt das Iron Gravel? Das war hier links, glaube ich, ne? Das Aluminium Gravel Ore. War doch hier vorne, oder? Meine ich. Jetzt weiter links. Genau, da ist es. Sehr schön. Da hole ich mir das schon. Die sind jetzt Platz 3 in der Bundesliga. Respekt. Ja, das stimmt. Die spielen ziemlich gut. Wenn du Moststein brauchst, dann geh zur Höhle, wo diese Armor-Ghosts sind. Stimmt, da sind welche. Aber irgendwie, ich glaube, Mossy-Cobblestone kann man craften, indem man Ranken drumrum packt oder so. Mossy-Stone-Bricks. Das ist es, oder? Nee. Mossy Cobblestone Wall. Moss Stone. Ach so, einfach nur Moss Stone heißt es. Moss Stone, da. Scheiße, wie jetzt? Damit kann ich Ball of Moss machen. Okay, kann ich doch nicht craften anscheinend. Ex-Hype? Ex? Ex dein Trinken weg. Was, mein Wasser? Nee. Was ist das Ziel von meinen Faction? Die Stadt aufzubauen, wo wir noch ganz nicht so weit sind. Einfach die Mods ein bisschen zu erkunden, Spaß zu haben, andere Leute zu töten und am Ende einfach so die florierendste Fraktion zu sein. Und ganz ehrlich, davon sind wir momentan meilenweit entfernt. Boah, ey, krass. Jesper8, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. So. Und jetzt muss ich das ganze Ding... jetzt muss ich die ganzen Kühe wieder zurückbringen. Jetzt habe ich natürlich einmal abgewählt gehabt. Jetzt interessieren sich die Kühe einen Scheiß wieder für meinen Weizen. Jetzt muss ich erstmal kurz warten. Oh. Oh, geil. Oh, ich will mir eine Katze zähmen. Aber ich habe jetzt keinen Fisch dabei. Schade. Das wäre cool. Komm, dann nehmen wir die Kuh da auch nochmal mit. Komm, Kühchen. So, das würde jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber das ist besser. Ich mache das im Livestream als in der Folge. Muss mal in die Schule, schau Livestream dann morgen, dann morgen nicht fertig. Viel Glück, du wirst nicht sterben, hoffentlich. Das hoffe ich auch, danke, gute Nacht, der Schleicher. Ach, schau Livestream dann morgen noch fertig, ah, jetzt, okay. Komm, Kühe. Komm. Put, 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 put. So, zwei habe ich dabei, das reicht schon.
Du wolltest doch schon 20 Uhr streamen. Ich war da, der Stream war aus. Ja, ich habe es auf Twitter noch angekündigt, dass ich es um 20 Uhr nicht schaffe. Da hockte ich noch in der Uni. Wir hatten heute noch Besprechung für ein Modul. Das hat ein bisschen länger gedauert alles. So. Welche Stadt ist die fortschrittlichste? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Stadt Rot ist ziemlich weit. Weiß ist, ja, auch schon. Ich glaube, Team Rot ist ziemlich, ist, glaube ich, die, die am weitesten ist. Bin mich ganz sicher, aber Team Rot ist auf jeden Fall ziemlich weit. So, hier lang. Zick, zick, zick. Oh Mann, ey, das ist aber auch eine Strecke hier. Warte mal, kann ich nicht eine Leine machen? Eine Lash? Oder heißt es Leash? Rope? Leash heißt es doch, oder? Da. Ach, Lead. String und Ball of Glue, Slime Ball habe ich nicht. Aber ein Schokobo-Feder geht auch. Die Frage ist, kriege ich die Kühe da easy, einfacher hier durch? Also jetzt, gut, jetzt habe ich auch schon die Hälfte, oder? Jetzt kann ich das auch noch durchziehen mit dem Weizen. Oh, das ist lustig, wenn man weiß, was da sonst so los war. Ja, stimmt. Gehst du noch auf Gomme? Später, ja? Der Stream laggt etwas. Okay, das sollte nicht passieren. Mein PC ist kaputt. Oh, das ist auch nicht gut. RIP PC. Wann kommen wieder FIFA-Videos? Ich habe eins noch mit Isen gemacht, wo wir Pro Club spielen. Das werde ich jetzt noch werde ich dann irgendwie jetzt die Tage nochmal schneiden und hochstellen. Ansonsten, ja, hoffentlich bald wieder, ne? Pack-Openings, ich habe momentan nicht genug Münzen dafür und ich will nicht wieder Münzen kaufen, dann nicht, dass EA meinen nächsten Origin-Account bannt. Und, du hast schon fast die Hälfte geschafft. Ja, hier ist schon das, hier ist schon das Lager. Nice. Und, ja, mal gucken. Ich muss mal schauen, ich habe noch nicht so richtig einen Plan davon, was ich so mit FIFA machen will. Deswegen gucken wir mal. So. Zack. Und da habe ich ein Follow verpasst. Ich glaube, es war. Na, Jesper hat eben schon gefollowed. Oder war das tatsächlich jetzt der Follow? Auf jeden Fall vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. So, hat mein Twitch neu gestartet. Jetzt geht es keine Lags mehr. Nice. So. Boah, sehr gut. Wir haben Kühe. Leute, wir haben Kühe. Ich stelle die Kühe erstmal hier oben zu den. Zum Dings. So, kommt mal rein hier. Ja, nö, ist in Ordnung, Kuh. Nö, ist in Ordnung. Geh halt einfach über den Zaun. So, einmal vermehrt direkt. So, jetzt haben wir auch noch Babykühe. Sehr schön, wunderbar. Wieder was für die Stadt getan. Unser Zuckerrohr ist noch nicht viel mehr gewachsen. So, nehmen wir mal weg. Hier haben wir aber noch ein bisschen Barley. Also, auch wenn vielleicht heute nicht so der produktivste Stream ist. Also, was heißt produktivste? Also, es hilft halt alles nichts, um nach vorne zu kommen, sondern es ist einfach nur... Ja, ich schaffe halt ein bisschen was weg jetzt. Ach, namenloser Type. Dankeschön. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei den Nördlingen. Das sind wir. Ich hoffe, du hast Spaß. Ich hoffe, ihr alle habt Spaß. Und ja, ne? Viel mehr gibt es da auch, glaube ich, nicht zu sagen. Haben wir mal weg hier. Das können wir auch wegpacken. Oh, ach so, stimmt. Wir können das Aluminium jetzt in den Ofen werfen. Ab in den Ofen. Nein, nein, noch sind hier das Brot. Zack. Fuck, ich habe auch nicht genug Dias, um mir eine Dia-Pickaxe zu machen. Die ist ja auch mit verbrannt. Ach Leute, wir müssen einfach von Grund auf neu anfangen. Das ist doch nervig, ey. Alles nur, weil ich in die Lava gefallen bin.
Ach ja, ach ja, ach ja. So, Aluminium-Dinger, die können wir ja auch reinwerfen. Zack. So. Was hast du in der Uni von gemacht? Ach, eine Besprechung für ein Modul, was wir haben. So ein, wo wir eine Museumsausstellung machen. Wir können eigentlich, das kann ich jetzt mal machen. Hier, ich werde jetzt mal das hier umgestalten. So. Zack, so. Das machen wir mal weg. Dann werde ich mir eine Spitzhacke bauen. Was lag hier denn? Achso, ich dachte, hier lag immer noch meine Pickaxe, die ich da mal hingeworfen habe. Oh, mein Nacken. So, dafür brauchen wir ein bisschen Cobblestone. Sticks haben wir oben noch gehabt. Habe ich ja gerade weggelegt. Und dann wird hier mal ein bisschen, ja, einfach das alles mal ein bisschen schöner gemacht. Ne? Das sieht ja alles ziemlich hässlich aus hier in der Stadt. Und ist alles noch sehr funktional gehalten. Jetzt können wir eigentlich auch mal, ja, ein bisschen was dagegen unternehmen. So, machen wir mal ein paar Slaps. Ach, scheiße. So. Ne, bauen wir das mal weg. Machen hier eine schöne Treppe hin. So, sieht dann ja auch gleich viel schicker aus, oder? Alles klar, dann ist alles. Hau rein. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Jetzt ist natürlich schon wieder Nacht. Können wir uns mal wieder hinhauen. Nicht, dass hier noch irgendwas kommt. Findest du Unileben chillig? Oh, kennst du Bobsus? Ich hör das ja auch mit im Projekt. Huch. Daher kenne ich Bobsus. Unileben ist schon in Ordnung. Gibt es bei diesem Modpack auch Maschinen? Nee, leider nicht. Ich hätte ja gerne noch Technik mit da drin gehabt. Der das Ganze ins Leben gerufen hat und sich darum gekümmert hat, dass es umgesetzt wird. Das ist der liebe Bannernaut Games. Der ist gegen Technik gewesen. Er meinte, das, was Minecraft oder mein Faction ausmacht, ist halt dieses Mittelalter-Szenario. Aber naja, gut, ne? Dann ist das eben so, dann gibt es halt keine Mods. So, machen wir nochmal ein paar Treppen. So. Hier können wir eigentlich auch schon mal anfangen, Treppen zu bauen. So, zack, zack. Oh, jetzt habe ich da ein Podest reingebaut. So, jetzt natürlich noch. Ach, wisst ihr was? Wir machen das hier einfach zu, so. Nee, das ist auch scheiße, so. Oder wir machen einfach. Ne, wir machen einfach eine Dreiertreppe draus. Warum auch nicht? Krass. Wir haben mal den Platz. Und Wortwahl, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. So. Zack, machen wir mal weg hier. So, jetzt haben wir eine schöne Treppe. Jetzt können wir das eigentlich auch noch ein bisschen angleichen, indem wir das einfach hier auch schön symmetrisch machen. Machen wir einfach hier sowas hin. So, hier die Kiste kann auch mal weg. Boah, ey, krass. Gamebreaker, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. So, jetzt kommt man hier raus. Kann hier eine schöne Treppe hochlaufen. Das ist doch schon viel, viel angenehmer, oder? Findet ihr doch auch. Bin doch nicht der Einzige, oder? So, dann können wir hier nochmal ein bisschen ernten. Ach, Mann, ich hab so das Gefühl, total unproduktiv zu sein. Aber ist das ja eigentlich komplett, ne? Ihr seht ja, was ich mache. Und ich sehe ja auch, was ich mache. Unproduktiv bin ich ja eigentlich gar nicht. Aber es fühlt sich einfach so an. Es fühlt sich halt einfach so an, als wenn ich kein Stück vorankomme. So, hier haben wir noch mehr Brot.
So. Hallo Diddley, LP, hallo. Wird dieses Mudpack zu spielen gehen, beziehungsweise gibt es das schon? Nein, das Einzige, was wir machen könnten, wir dürfen das Mudpack so als Ganzes nicht verfügbar machen, einfach weil wir die Erlaubnis der Entwickler nicht haben. Also der Entwickler der einzelnen Mods. Wir können euch, das wird wahrscheinlich auch noch kommen am Ende, die Liste der Mods geben, die wir spielen, und die könnt ihr euch dann nachinstallieren. Ja? Ich weiß nicht, wie das aussieht, ob man dann irgendwie das Tutorial offen öffentlich machen darf, wo man dann zeigt, wie man das Ganze installiert oder sowas, aber wir dürfen das Modpack auf jeden Fall nicht als ein, also als gesamtes Modpack, so als mein Faction Modpack auch unter dem Namen zur Verfügung stellen. Kirritox, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen. Zack. Wo kam denn der her? Von hier wahrscheinlich, wa? So, jetzt ist da auch Schicht im Schacht. Ich glaube, ich habe doch hier richtig viele Seared Bricks da. Seared Stone. Blöcke. Okay, dann lassen wir einfach mal hier ein bisschen was davon ab. Achso, Essenskiste. Zack, können wir noch ein paar Sachen reinmachen. Haben wir uns gerade nochmal geholt. Hast du ein TS oder hast du vor, einen zu machen? Ich habe ein TS, allerdings nur für mich und meine Freunde. Informatik-LP, hallo. Und ich habe momentan auch nicht vor, einen Teamspeak so, also so einen öffentlichen Teamspeak zu machen, weil ich einfach der Meinung bin, ja, warum brauche ich noch ein TS? Also jeder, mittlerweile hat doch jeder YouTuber, hat doch ein TS für seine Zuschauer, und warum brauche ich dann auch noch eins? Vielleicht wird es irgendwann mal so sein, wie es zum Beispiel bei Max jetzt so ist, dass, ja, dass einfach meine Community so groß ist, dass dann irgendwie der Wunsch wächst. So, hey, kannst du nicht mal irgendwie ein TS machen, wo wir mit dir schnacken können oder so. Aber ich glaube, ich würde da dann immer auf Max TS zurückgreifen und dann halt einfach mal fragen, hey Max, wie sieht's aus? Kann ich da mal mit ein paar Leuten talken oder so? Ich denke, da würde er nichts gegen haben, ne? Mal gucken. So, wir haben jetzt 12. Das reicht für ein bisschen Papier. Jetzt könnte ich vielleicht auf jeden Fall mal drauf achten. Ja, 6 Papier brauche ich für eine Rod. So, jetzt kann ich mal ausprobieren, wie das aussieht. Wenn ich... Oh, scheiße, ich brauchte doch nur eine. Fuck. Na, egal. Da. Jetzt muss ich mal gucken, wie das aussieht, wenn ich das da reinmache. 826. Was hat denn Stein? Ich weiß leider nicht aus dem Kopf, welche Eigenschaften Obsidian hat. 864. 826. Erhöht nur den Attack Damage. Ich gieße mir einfach nochmal eine aus Alamite. Alamite da. So. Weil 800 ist echt nichts. 826 ist echt nichts. Aber halt die Route reißt es halt brutal runter, ne? Was für Mikro hast du? Das ist ein T-Bone SC440. Wie wäre es, Ende der 2 Stunden Livestream nochmal ins Nether zu gehen? Ja, sowas in der Tat, oder sowas in der Art, hatte ich mir überlegt. Seed Stone, so, ups. Nein, so. Okay, jetzt habe ich doch schon deutlich... einen deutlich besseren Hammer. 3,07 Mining Speed. Das ist schon was. Und ich glaube, das sieht schon witzig aus, aber nee, ich mache mir einfach noch einen aus Alamite. Ich schmelze das Ding wieder ein. Gehe auf Alamites. 3 Ingots. Puh, reicht das? Obsidian, Eisen. Scheitert wieder am Aluminium, wa? Ja.
Aluminium. Achso, habe ich schon reingeworfen. Schade. Hier klappern irgendwo Skelette. Hier klappert auch irgendwo noch ein Isaac rum. So, wie viel haben wir jetzt gerade? Nur ein Nugget, ey. Oh, das ist so wenig. Hallo Malumpas, guten Abend. Da antwortet mir halt nicht. Felix Adam, was hast du denn gefragt? Weißt du, wer ich bin? Hab vor ein paar Tagen ein Throwback von der Gamescom auf Twitter mit dir gepostet. Ach, du warst das? Ja, dann weiß ich, wer du bist. War ein cooles Bild, ja. Hat mich gefreut. Die können wir auch mal einlagern. Die Sachen kommen hier rein. Wer auch immer die da in das andere Ding reingepackt hat. Seed Stone, genau, die können wir nehmen. Oh, da kommt aber dann nicht viel raus. Ingot. Fuck, wir brauchen auch wieder Lava. Wir brauchen auch wieder Lava. Bin ich jetzt mit allen Eimern verbrannt? Scheint fast so. Ne, da ist noch ein Lava-Bucket. Dann füllen wir mal erstmal nur einen rein. Ja. War sogar in einem deiner Vlogs. Echt? Nice. Kommst du heute noch Winterleben oder war das schon? Oder kommt das auch gar nicht? Doch, das kommt noch. Wie gesagt, wir haben 2 Stunden Livestream-Zeit pro Woche für Mein Faction. Wir haben jetzt die erste gleich rum. Krass. Und danach kommt dann auch Leben. Und iGaming TV und Alech LP, vielen Dank für eure Follows. Herzlich willkommen. Bitte mal schlafen, viel Spaß dir noch. Keritox, danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Hattest du mal eine Zahnspange? Ja, ich glaube, wir alle hatten mal eine Zahnspange, oder? Oder haben vielleicht noch eine Zahnspange, ich weiß ja nicht. Vielleicht ist hier noch der ein oder andere, der noch eine Zahnspange hat. Packen wir mal hier rein. Oh Gott, ey. Alumite, ey. Wo krieg ich denn jetzt noch Aluminium her? Schon wieder dunkel? Schon wieder dunkel. Gott, ein bisschen Aluminium wäre noch geil. Es gibt keine unendliche Lavaquelle. Ne, leider nicht. Gibt es leider nicht in diesem Modpack. Das ist nämlich irgendein Technik-Ding. Da haben wir noch Eisen. Das können wir mal kurz schmelzen. Ist ja gleich weg. Ist jetzt Stone. Ein Stein bringt ein Ingot, wa? Ja. So, Gott, Aluminium, ey. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo ich jetzt noch Aluminium herkriegen soll. Ich glaube, wir haben ja eh alles abgeerntet, was geht. Soweit ich sehen kann. Ach, das war hier einer der Strip-Mining-Gänge. Genau, jetzt komme ich hier unten wieder raus. Das ist Diorit. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Ingots man für eine Platte braucht. Olk? Olk nimmt auf, okay. Hi. Dann mache ich. Ach, dann mache ich einfach eine Eisenplatte. Scheiß doch der Hund drauf, ganz im Ernst. So. Ich glaube nicht, dass Olk kommt, oder? Könnte Olk mich töten? Ich habe keine Ahnung. Was geht ab? Weihnachtsfolge? Zack. Nee, sagt er. Okay. So, jetzt haben wir immerhin den Hammer. Den werden wir noch ein bisschen upgraden. Und zwar nämlich mit einem Dia für Stabilität. Und am besten auch noch mit, jetzt habe ich natürlich alles verloren, was ich dabei hatte, so an Sachen. Mit etwas Redstone.
So, was haben wir denn? Redstone haben wir gar nicht mehr. Okay, dann muss ich den Hammer erstmal so nehmen. Da ich keine Lust habe, wieder gekillt zu werden. So, ich weiß, es ist lame, aber wir machen das jetzt einfach mal. Ups. So. Gut. Alles klärchen. Damit hätten wir auf jeden Fall jetzt mal wieder einen schönen Hammer. Wir haben ein bisschen was zu futtern mit. Ein Backpack wäre ganz geil. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Backpack mir so ohne weiteres machen kann. Ich glaube, ich habe gar keinen. 4 Leder haben wir noch. Nee, schafft nicht. Krieg nicht hin. Hey Leute, ich habe mal wieder keinen Ton, wenn ich den Stream von Max gucke. Hallo Senna. Können wir eigentlich mal hier so. Gewalt hier mal runter. Oh, ich habe keine Fackeln dabei. F3, oh, ist schon. Okay. Gehe ich noch ein bisschen runter. Oh, Aluminium. Noch mehr Aluminium. Okay. Gehen wir kurz hier hoch. Ich muss mir Fackeln holen. Siehst du, und so schnell hat man jetzt übrigens 2 Stacks Dinger dabei, Dinger zusammen. Und ich muss dringend hier eine scheiß Treppe bauen. Hier muss dringend eine Treppe her. Gute Nacht euch allen. Alles klar, Kiritox. Haust rein. Du brauchst 9 Inga, glaube ich, wenn ich mich nett verrechnet habe. Okay. Bis wann streamst du? Open End. Heute gibt's kein Dings. Machst du bei Varo 4 mit? Varo 4 wäre dann IV. Nicht 4 mal einen Strich. Und ja, ich hoffe, ne? Ich kann es noch nicht sagen, weil zu Varo 4 gibt es noch gar keine Infos bislang. Was wollte ich jetzt holen? Fackeln. Aber es gibt so, was ich jetzt so wüsste, nichts, was dagegen sprechen sollte, dass ich da mitmachen darf. Ach komm, wo ist denn jetzt hier die Kohle? Da. So. Die Fackeln lege ich mir natürlich obligatorischerweise neben die Sachen. So, nehmen wir hier noch das letzte Monster Jockey mit und jetzt können wir erstmal wieder ein bisschen dingsen. Dass du wieder Splatoon machst. Das freut mich. Ja, Splatoon ist ein richtig geiles Game. Das macht mir auch super viel Spaß. So, kann ich eigentlich mal hier so ein bisschen rumspelunken. Sapphire, ich weiß ja nicht, wofür ich das Zeug brauche, aber schadet ja nichts, einfach mal hier unten so ein bisschen rumzumalen. Ach, ich gehe einfach runter, dann kann ich nämlich noch Dias finden. So. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Wobei, auf welcher Höhe sind wir jetzt? 11, okay, das heißt, wir gehen in die Richtung jetzt einfach mal hier. Wir buddeln uns jetzt einfach mal hier ein bisschen durch die Gegend. Zack, so. Okay, machen wir den Block wieder weg. Okay, ja gut, dann müssen wir da jetzt erstmal drum rumbauen. Wieso bleibt denn die Lava jetzt da? Hä? Na gut. Gehen wir halt hier weiter. Hättest du bei Varo einen Traumpartner? Isen? Und mit Isen hätte ich richtig Bock eigentlich. Aber, ich würde, also das ist tatsächlich etwas, was mich sehr traurig gemacht hat, ist einfach, dass die Tatsache, dass Nexo und ich ein, glaube ich, ziemlich gutes Team gewesen wären, aber dass das halt einfach alles nicht so hingehauen hat, wie wir uns das erhofft hatten. Ich glaube, weiß ich nicht, Nexo und ich sind ja beide keine allzu beschissenen PvP-Spieler, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Ich meine, das mögen einige von euch wahrscheinlich jetzt anders sehen, aber
Ich glaube, dass wir gar nicht, dass wir, ja, dass wir eigentlich einfach kein ganz so schlechtes Team waren. Und deswegen würde ich mich glücklich schätzen, wenn ich einfach nochmal mit Nexo machen könnte. Was gibt's noch alles für Mods? Zum Beispiel Blood Magic, Necromancy, irgendwie sowas. Ars Magica, Thaumcraft. Aber da gibt es noch richtig viele Mods, die wir bespielen können. Und die ich wahrscheinlich auch bespielen werde. Oh Gott! Erschreck mich doch nicht so! Heilige Scheiße, war das knapp, Mann! Da war Lava! Mann, das kann doch ins Auge gehen, Zombie! Mann! Du kannst mich doch nicht einfach so erschrecken! Ich weiß, du wolltest nur spielen, aber... Du kannst mich doch nicht so erschrecken! Oh, da buddel ich dann mal lieber nicht weiter, dann gehe ich mal hier lang. Oh, Lapis, Redstone, perfekt! Oh. Ist doch ideal alles. Oh. Bitte, was ist das denn? Ist das ein Pfeilspawner? Was zur Hölle? Machst du bei Wario 4 mit? Ja, ich hoffe ja, ne? Also ich denke mal schon. Aus was hast du den Hammer gemacht? Das ist jetzt Alumite und Papier. Boah, ey, krass. Huch. Kauft Revis irgendwas. Vielen Dank für dein Follow. Was geht denn mit dem Ding ab, Alter? So. Was ist denn damit, Alter? Stimmt denn mit dem Ding nicht? Oh oh. So. Oh oh. Alter! Nervt das? Was ist denn? Monster-Spawner steht da einfach nur. Oh Gott! Heilige Don. Alter. Ich wollte jetzt nicht gegen den komischen Spawner sterben. Oh, da vorne sind. Nee, das ist nur Topaz oder was das wieder ist oder Saphir. Alter Latz. Das krieg ich nur von einem Spawner auf die Fresse. Hier ist echt alles gefährlich. So. Hier, da oben. Ich hätte jetzt gerne das Eisen. So. Kennst du dich mit Thaumcraft aus? Nee, eigentlich nicht tatsächlich. Also ich weiß so ein bisschen was, wie man die Sachen sammelt zum Beispiel, weiß ich. Diese Orbs, diese Energie oder wie auch immer man das nennen will. Aber... So richtig kenne ich mich mit Thaumcraft wirklich nicht aus. Oh, Redstone ist geil. Das brauchen wir auf jeden Fall. Redstone brauchen wir ganz viel für unseren Hammer. Eisen können wir auch immer gebrauchen. Was liegt da vorne noch? Ist das Blut? Von mir, mein Blut! Mich würde mal interessieren, wie viel FPS du gerade hast. 80. Weil ich streame. Dum, 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 so. Zack. Brauche ich das einfach mal mit ab. Ich weiß auch nicht, wofür ich die Charts brauche. Boah, ey, krass. Charts brauch, aber ich nehme es einfach mal mit. Schnäpfel, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Nice. Zack. Oh, noch mehr. Bitte lass hier nirgendwo Dings sein.
Zack. So, machen wir mal ein Loch rein. So, dann bauen wir uns wieder hoch. Können wir ja hier einfach mal so eine Dings rüberziehen. Und weiter geht's. Fräsen uns einfach weiter durch die Wand hier. Kennst du mich noch? Ach, Manu, fick dich, ganz im Ernst. Und hallo, Manu. So. Zack. Kurz mal hier dem Kies ausweichen. Ist alles gefährlich hier. Hier will einen echt alles tot sehen. Warum gehe ich denn jetzt überhaupt hier oben lang, ey? Ich wollte doch gar nicht. Was war hier noch? Nichts. Da lang. Oh, was ist das? Ist das Iron? Okay, das ist Iron. So, wir buddeln uns mal weiter. Da ist auch noch ein Lavasee. Eigentlich könnte man hier auch mal die ganzen Lavaseen abklappern. Darf man dich auch auf Skype adden? Nee, ich glaube, das wird zu viel. Das nutze ich ja eigentlich wirklich nur für privat oder halt, um mich mit Leuten abzusprechen. Also, wofür man Skype halt nutzt. Ist halt keine Chat-Plattform für mich oder so. Aber gut, dass wir den Hammer aus Alamite gemacht haben. Man sieht schon, wo das hinführt mit der Haltbarkeit. Jetzt wird da hinten der ganze Müll hingespült. Zack. Noch mehr Redstone. Redstone! Zack. So, können wir hier können wir eigentlich mal zumachen. So. Jetzt bitte lass hier keine Lava von oben kommen. Danke. Aber ich höre doch hier irgendwo Lava. Cinnabar Ore ist das, glaube ich. Kann ich auch mal mitnehmen. Ich muss mal gucken, dass ich auch alles mitgenommen habe, ey. Okay. So, da kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir mal einfach hier lang. Ach Leute, ich fries mich hier auch kreuz und quer durch den Berg. Und noch keine Dias, das muss man dazu sagen. Ich meine, wir haben den übelsten Hammer, fräsen uns in riesigen Löchern durch die Wand und wir haben immer noch keine Dias. Immer noch keine fucking Dias. Das ist echt, das ist schon ein Skandal, ist das schon fast. Upsala. Uiuiuiui. Also bitte. So, wo war denn jetzt dieses... Wo war denn jetzt der Spawner? Da war doch ein riesiger Lavasee. Mal gucken, ob da vielleicht... Oh. Einmal zu. Können wir da mal aufbauen? Oh. Haben wir gerade so gekriegt. Oh. Da ist Redstone. Ah. Hier ist es, ne? Er fängt auch direkt an zu schießen, ne? Aber auch hier. Nirgendwo Dias. So. Holy moly. Oh, schade, verbrannt. Ha. Ich fresse mich einfach mal hier so ein bisschen lang. Alter, diese Pfeile, ey. Wieso ist hier Sand? Und wieso sind hier nirgendwo Dias? Haha. Spawn Monster Egg. Oh Gott, hier muss ich echt aufpassen. Nein! Nein! Fuck it!
Zack, zack. Wir können hier einfach mal ein bisschen was wegwerfen. Ach, deswegen habe ich es nicht aufgesammelt. So. Ups, nein, das wäre doof mit dem Hammer hier, das wegzuhauen. Hau ich mir einfach den Boden oder den Füßen weg. Hui, Glück gehabt. Vermisst du das Elternhaus? Nee, nicht so richtig. Eigentlich bin ich ziemlich froh, hier mein eigenes Ding zu haben. Dias sind auch selten gemacht. Such mal in Dungeons. Wie selten gemacht. Echt jetzt? Hast du das eingestellt, dass wir nicht so viele Dias haben, oder was? Das wäre ganz gut zu wissen, weil dann hätte ich am Anfang die Dias nicht so rausgehauen, die ich gefunden habe. Ich dachte, ja gut, Alter, mit dem Hammer kriegst du die Dias hinterhergeworfen. Da hast du dann ja Stacks, ewig viele Stacks an Dias. Okay, das ist natürlich dann ziemlich beschissen, muss ich mal sagen. Als ob ich auch nicht mal das... Habe ich schon... Fuck! Wo ist denn das ganze Aluminium hin? Als ob ich das nie aufgesammelt habe. Oh, nee, ne? Ach, komm, ey. Ach, komm, ernsthaft? Scheiße. Als ob ich das ganze Aluminium, was ich gefunden habe, nicht aufgesammelt habe, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ein Mod macht die unter anderem selten. Okay. Oh. Nice. Oh. Gut, nehmen wir die mal mit. Dann müssen wir uns eine Meteorenrüstung bauen. Ich glaube, bessere Rüstung kriegen wir auf die Schnelle erstmal nicht. Oh, nee, das sind Monster-Spawner. Troll someone else, please. So. Hey, Manulein! Na? Shit, oh Mann, als ob ich... Das ärgert mich jetzt, dass ich das ganze Dings nicht eingesammelt habe. Mal schnell zurück, aber es wird wahrscheinlich alles schon despawned sein, oder? Die Frage ist, wo hatte ich denn Aluminium gefunden? Ja, ja, gerade hier despawned alles. Jupp, alles weg. Shit, Mann! Nervt das. Oh, ich habe auch nichts mehr zu futtern, sehe ich gerade. Hi, Teasy, wieder da. Olk ist auch da. So verlocken ihn da jetzt reinzuschubsen, ja. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass du gegangen bist, Olk. So, boah, hier, ey, Kobbel. Krass. Brauchen wir nicht. Kobbel haben wir ja wohl mehr als genug. Alter. So, schubsen wir das alles mal rein. Und Gartrex 2001, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei uns, bei den Nerdlingen. So. Oder habe ich das Alu einfach weggeworfen? Hey, willst du nicht mit Max und Fab streamen? Die streamen auch gerade. Mache ich später. Wenn die Lust drauf haben. Ich werde jetzt erstmal hier mein Faction zu Ende bringen. Oh, oh. Geil. Ja, Schleimbiom, Schleimbiom. Geil. Hier unten ist echt bei uns echt ein Schleimbiom. Das ist so gut einfach. Blast Protection, Chain Leggings. Oh, die Chain Leggings können wir in die Smeltery werfen. Hör ich hier schmatzen? Hier hinten war noch auch immer ein Schleim, oder? Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Schleim? Nee. Hm? Ach so. Okay, das Ding war's. Okay, Goody. Achso, ich nehme einfach, wenn ich jetzt schon mal hier unten bin, kann ich ja eigentlich auch gleich nochmal so ein bisschen Dings mit. Oh, da ist Aluminium auch vor allem.
Auch sehr schön. Dann hätte ich doch gerne das Aluminium. Oh, danke. Und vor allem könnte ich doch auch mal nochmal hier ein bisschen Obsidian mitnehmen. Ich stelle mich einfach mal hier hin. Oh, warte, den unter mir fälle ich auch mit. Das wäre doof. Dann fälle ich den so. Boah, ey, krass. Sergio3564, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen bei den Nerdlingen. Und natürlich auch herzlich willkommen an alle anderen, die hier zuschauen. So wie zum Beispiel das Pesky Girl. Hello. Möchtest du ein Free-Intro? Nein, danke. Welches Projekt ist das? Mine Faction 2, genau. Jesper hat den Plan. Na gut. Lassen wir es einfach mal so stehen da. Gehen wieder zurück. Ich muss auch bald schon wieder meinen Hammer reparieren. Das ist natürlich ärgerlich, dass ich das ganze Alu, was ich gefunden habe, jetzt natürlich hier lassen muss, weil ich zu dumm bin, um die Sachen aufzusammeln. Boah, krass. Hunger Gamer HD. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Können wir mal hier kurz gucken. Vielleicht finden wir ja nochmal auf die Schnelle ein bisschen Aluminium. Das ist Diorit. Na, okay, das sieht nicht so aus. Schade, Mann. Aluminium brauchen wir auch echt viel. Mehr als ich damals in Mine Faction 1 gefunden habe. Gut, schmeißen wir erstmal das Aluminium rein. Boah, das Eisen kann auch ohne weiteres rein. Obsidian kann ich auch mitnehmen. SVDL97, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Aus denen machen wir Blöcke. Weil Redstone darum. So. Ebenso machen wir aus dem Lapis Blöcke. Und wer war das jetzt? Muss ich mir gleich mal angucken. Ganz viele Blöcke haben wir hier. So, sehr schön. 16 Dinger noch davon. Komm, aktualisiere dich. Software, warum? Nice, wir haben jetzt schon richtig viele Dinger. Wofür braucht man die denn? R? Da Shimmerite-Blöcke können wir daraus machen. Wir können es. Okay. Und was wird daraus gemacht? Ein Illusion-Block. R-Flicker. Flicker-Item-Transport. Eternium-Conduit. Mana-Battery. Magitech-Goggles. Flicker-Lure. Okay, also etwas, womit ich mich absolut nicht auskenne und keine Ahnung habe, was das überhaupt nur für ein Modpack sein soll. Na gut. So, dann schmelzen wir mal eben hier etwas. Wo ist denn die Kohle? Ach so, hatte ich noch im Inventar. So, schmeißen wir das mal rein. Das können wir hier rausnehmen. Oh, wir haben noch mehr Redstone, sehe ich gerade. So, dann packen wir das einfach mal hier rein. Dieser vier Dinger können wir auch mal hier. Den Muskel kann man essen. Genauso wie das Ding. Das können wir aufhängen und trocknen. Hier schmeiße ich einfach mal so unnötige Sachen wie Gravel und Dirt rein. Ein bisschen Granite. Das despawnt ja alles gleich. So, wie sieht es mit der Energie aus? Wir könnten noch wieder ein bisschen nachschippen. Tin Ore, Obsidian, Endumium Kristalle kann weg. Venetium Ore kann weg. Die Pfeile brauchen wir auch erstmal nicht. Welchen Launcher spielt man das? Das ist normal Minecraft. Das ist über Forge. Wir spielen das über Forge. Erstens, keine Dias können sich verstecken. Zweitens, legst du Slime-Chunks frei. Diese muss man ausleuchten, damit Slime spawnen können. XP farmen. Grabe große Raum mit dem Hammer. Okay. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Hier, wir nehmen erstmal nochmal... Wir füllen nochmal nach. So, da war noch Aluminium-Nuggets. Die können wir hier auch noch reinwerfen. Und apropos Aluminium-Nuggets. Können wir mal schauen, ob wir hier noch vielleicht ein bisschen was rausholen. Und ich brauche was zu essen. Da.
Dennis Eis, ja, moin, bin doch wieder da. Vermisse Corona, nice. Wie kann man donaten? Unten unterm Dings, unterm Stream, in der Streambeschreibung, gibt es so einen Button. Also da musst du, da steht dann halt sowas, wie ihr mich unterstützen könnt, bla bla. Und da kannst du auf diesen Banner klicken und dann wirst du weiter geleitet. Ist aber natürlich nur, wenn du willst, ne? Ist ja keine Pflicht hier. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Ja, tut man ja automatisch. So, und ich werde mir jetzt erstmal Meteoriten-Armor craften, die wohl ziemlich gut sein soll. So. So. Okay. Hätten wir das also auch. So. Jetzt haben wir ein bisschen Rüstung. Die soll wohl besser sein als die, glaube ich aber nicht, weil, ihr seht es ja unten schon, die gerade mal 2, 4, 6, 8 Rüstungsteile hat. Ich glaube, eine Dia-Rüstung hat 10. Das Schwert von der Dings ist aber gar nicht mal schlecht. Kann ich euch auch mal kurz demonstrieren. Das hat noch ein bisschen besser, also noch ein bisschen. Hä, ist es nicht so? Ach so, das ist mit einem Eisenbarren, ne? So, Moment. Das ist mit einem Eisenbarren. So macht man die. Hat 8 und Magnetisierung, aber mein Fire-Aspect-Schwert natürlich gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Hi, hab keine Mail bekommen. Ja, macht ja gar nichts. Wie perfekt, 16 Blöcke Redstone und 16 Blöcke Lapis und je 4 Ohr. Oh, stimmt. Okay, das ist nice. Nice. Das ist mal ideal, oder? Streamst du die nächsten Tage nochmal? Ja, auf jeden Fall. Oh, muss leider 30 Minuten pennen. Oh, macht nichts, Kompi. Danke, dass du da warst. Du kannst den Tank bzw. Window nehmen und unten auffüllen, so sparst du dir viel Zeit mit dem Laufen. Setz nur kurz deine Smeltery aus, aber es geht nichts verloren, dann einfach wieder in den Tank setzen. Jo, ich weiß, muss ich noch machen. Hallo Ricky Tade. Ich nehme es mir trotzdem einfach mal mit. Weißt du? Bevor ich jetzt, die packe ich oben einfach rein in die Höhle hier. Zack. Ist ja niemand da gerade, kann ich einfach wieder raus, wird gerade Nacht. Aber ich sehe gerade da vorne, wir können wieder Zuckerrohr ernten. Was natürlich sehr cool ist. So, wir können ordentlich ernten. Jetzt hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt und durch die Magnetisierung geht uns jetzt auch nichts mehr flöten. Oh oh. Was wirfst du hier einfach rum mit den Sachen? Können ins Auge gehen, Mensch. So. Zack. Okay. Okay, hier machen wir. Das machen wir auch nochmal ganz kurz fertig. Weil ihr wisst, wenn man schon mal dabei ist, ne, kann man es ja auch mal richtig machen. Oh, scheiße. Jetzt bin ich da einfach draufgefallen. Ey, das gibt's doch nicht. Ups. So. Brotcraft leicht gemacht. Da haben wir auf jeden Fall richtig viel Brot jetzt. So, und diese ganzen Sachen werden jetzt automatisch von mir angesogen, weil ich ja so einen Magnetisierungseffekt habe auf meiner Rüstung. Zack. So. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist noch ein größeres Feld anzulegen. Und noch irgendwie brauchen wir noch ein Gelände für die Kühe. Das kann ich eigentlich jetzt gleich mal machen. Oh, 14 Barley. Nice, also Brot dürfte jetzt auch langsam kein Problem mehr sein. Da gibt es ein Follow von Mikas Master HD. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Ja, wir müssen mal hier ausleuchten. Wobei, das kann ich auch wegmachen. So. Zack, 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 bam, bam, Crit. Tot. Easy. So, ups. Wollte ich das gerade wegwerfen? Sammle ich es natürlich automatisch wieder ein. So. Gut, dann haben wir hier noch ein paar Nuggets. Die können wir auch nochmal reinwerfen. Ebenso wie das Obsidian. Uiuiui, hier kriegen wir jetzt aber richtig viele Sachen rein. Und ich muss die dringend tatsächlich erweitern.
Wir haben hier auch ordentlich was an Zeug noch irgendwo drin. Da sind noch 64 Seared Bricks. Ich habe ja eben noch die Seared Stones gehabt. Oh, da haben wir auch noch ein bisschen Lapis. Von den Dingern mache ich auf jeden Fall mal jetzt nochmal ein paar Blöcke. Mighty Smelting, brauche ich doch gar nicht. Das Buch habe ich doch. Da werde ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen erweitern noch. So, jetzt kann auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen mehr rein. Ihr seht, es hat sich jetzt vergrößert. Ich muss mir auf jeden Fall Tanks machen. Die hier brauche ich. Einfach ein Viereck und Glas. Glas haben wir jetzt natürlich gerade nicht da. Dann gehe ich mal kurz schlafen. Dann muss ich noch ein bisschen Sand holen. Gona, kennst du mich eigentlich noch? Du weißt, dass ich Mann Giuliano war, ne? Und du weißt, dass ich diese Fragen nicht beantworte, Mensch. Giuliano, Alter, du bist ja auch schon lang genug dabei. Dass du das weißt. Wieso versucht ihr das immer wieder? Warum denn? Warum immer diese Frage, kennst du mich noch? Leute, ihr wisst doch, dass ich diese Frage nicht mag, weil ich die absolut behindert finde. So. Oh, ich hätte mir eigentlich noch einen Excavator machen können. Dann hätte ich 3x3 Sandblöcke abbauen können. Zum Glück fließt Dings nicht. Treibsand. Sonst hätte ich jetzt ein Problem hier. So. Wir nehmen den auch mal mit. Kann ich mit dem Treibsand eigentlich auch 3x3 abbauen? Das wäre witzig. Was zählt denn das als Sand? Ah, na schade. Hier fällt doch bestimmt wieder irgendeiner rein. Diese Muscheln nerven auch dezent. So, okay, das sollte erstmal reichen. An Sand. Hier ist noch eine Höhle. Hier ist doch auch irgendwo dieses Minotauren-Ding, wo ich noch nicht drin war, wo ich doch mal rein wollte mit Ripshot. Wir es dann aber gelassen haben. Weil gefährlich und so. So, gucken wir mal. So, das hat alles jetzt mittlerweile gebrannt. 26 Metroid-Barren haben wir noch. Kann man bei diesem Projekt mitspielen? Nicht mehr, leider, nein. Wir haben jetzt unsere feste Besetzung, das läuft ja auch schon. Kann aber auch sein, dass die 2 Stunden in 30 Minuten vorbei sind. Ja, stimmt, ist tatsächlich so. Krass, als ob wir jetzt schon so lange gestreamt haben. Wie fandest du eigentlich das Splatfest-Thema? Ziemlich beschissen, Laura, wie fandest du es denn? Ich fand es irgendwie ziemlich, ja, einfach ziemlich doof. Das ist doch kein vernünftiges Thema, oder? Ich mach nochmal hier so. So, jetzt muss ich warten, bis ich Glas hab. Wobei ich kann ja eigentlich auch. Hier kann ich ja so abbauen. Zack. So, und das muss ich nochmal einzeln machen. Da haben wir nochmal. Da nochmal weg. Da nochmal weg. Zack. So, dann muss ich ja hier nochmal drauf achten, dass ich das da abbaue. So. Okay, so ein paar Blöcke muss ich dann nochmal manuell wegholzen. Mist. Ah, das kriege ich auch von hier unten hin. So, machen wir mal hier nochmal überall Fackeln hin. So. Die Themen waren bis jetzt immer nur Mist, außer Katze vs. Hund, finde ich. Ja, das stimmt. Man sieht deine Flasche beim Trinken nicht. Ich weiß. Haha, Magic.
Ich glaube, dir kann man, ich glaube, dir kann ich was donaten beim nächsten Stream, weil du im Moment mein Lieblings-Twitcher bist. Das freut mich. Dankeschön. Erstmal Glas. Glas und dann brauche ich, ich mache mal zwei Tanks. So. Okay, das passt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Tanks. Oh, was machst du denn hier? Wo kommst du denn her, Kollege? Ach lol, wo kommt denn der Gang her? Wer hat denn hier gebaut? So, so. Hat hier einfach jemand rumgebaut. Krass. So, aber soweit sind wir dann jetzt schon mal. Dann schmeißen wir das mal hier in den Müll. Ach scheiße, ich kann ja nichts rauswerfen. Ach, fuck it. Und du weißt, dass ich dich gerne mal ärgere. Hast du die neuen Maps gespielt? Jein. Es gibt doch nur eine neue Map, oder? Füll doch gleich die Tanks auf, bevor du sie setzt. Geht das? Wie kann man die auffüllen? Kann man die mit Rechtsklick einfach auf Dings auffüllen? Oder muss ich die jetzt auch mit Eimern befüllen? Ich nehme mal einen mit. Das würde mich jetzt interessieren. So, ich brauche mal irgendwas Effektives zu essen. Das hier zum Beispiel. Ne, gibt zwei. Okay, ne, dann habe ich die noch nicht. Weiß ich nicht, kommt darauf an, je nachdem. Also das letzte Mal wurde halt eine neue Map angezeigt. Die habe ich, glaube ich, auch gespielt schon. Hey, das ist viel geiler. Ha. Das ist ja easy. Krass. Nice, Leute. Danke. Das wusste ich nicht. Das ist ja echt dann easy, ja. Krass. Und ich muss mir endlich, ich muss echt hier jetzt Treppen reinbauen. Okay, was wollen wir noch machen? Wir haben noch ein paar Minuten. Felder, Tierfarm und Treppen. Felder, Tierfarm und Treppen. Felder, Tierfarm und Treppen. Ich schmeiß das Geld zum Fenster raus. Du stehst auf, davon kaufst du diesen Hit und das Geld kommt zu mir stärker. Vielen Dank, Olf. Danke für deine Donation. Aha, jetzt hat er auch vorgelesen. Jetzt habe ich da natürlich drüber gequatscht. Nice. Dankeschön, Olf. Vielen, vielen Dank. Herzchen. Und dafür, dass du mich nicht getötet hast. Sehr schön. Hast du geschrieben, du sagst es, du weißt es. Was? Oh, nee, dann nicht. Bitte kein Problem. Das war echt, das ist echt hilfreich. Die Donation auch. Vielen Dank, Olk. So, warte, dann holen wir uns nochmal ein bisschen Seared Stone, beziehungsweise wir können ja jetzt auch mal richtig viel Shit hier reinkippen. Ich glaube, ich baue mal eine Leiter. Ach nee, Quatsch. Wir haben doch hier irgendwo Sticks ohne Ende gehabt, oder? Da waren noch welche. So, machen wir mal kurz eine Leiter. Am besten noch ein paar mehr. So, 6 Leitern. Die klatschen wir einfach hier ran. So, jetzt kommen wir hier easy hoch. Okay.
Zack, hol mal raus das Zeug. So, Steinkiste hier, meinen ganzen Shit nochmal rein. Irgendwo hatten wir auch noch Glas. Boah, krass. Irgendwo müssen wir auch noch Glas haben. André Kolesnikov 2, vielen Dank auch für deinen Follow. Herzlich willkommen. So, zack. Kommen auch nochmal raus. Hier setzen das Ding natürlich auch gleich. Ich glaube, ich will ich den auch nochmal auffüllen. Ne, wir machen jetzt noch nebenbei, weil ich hier eh ja genug brauche. So. Zack. Okay. Ach Gott, hat mich das Ding gerade irritiert. Ich weiß noch nicht, wie ich den... Ah, Monster-Spawner-Egg. So. Ich werde den mal so platzieren hier. So. Ach, dann mache ich einfach hier... Mache ich einen so eine Reihe runter erstmal. Vielleicht will ja irgendjemand von den anderen. Wir haben ja auch noch ein paar andere Leute in der Stadt. Vielleicht möchte das dann irgendeiner von denen mal weitermachen. Ich hoffe, meine Steinspitzhacke hält so lang. Einfach mal husten und sehen, was passiert. Danke, Olk. So. Jetzt sind wir auch gleich unten. Okay. Ups. Ich kann eigentlich auch... Eigentlich sind Leitern auch eine gute Idee. So, machen wir halt so. Ach, scheiße. Das ist, glaube ich, zu schnell. Okay. Verdammt. Okay. Oh, nice. Okay, komm, das krieg ich jetzt hin. Ja, das war doch mal easy. Hui, okay, alles kleine Treppe haben wir dann jetzt schon mal. Jetzt verbrauchen wir nicht mehr allzu viel Futter, wenn wir da hoch und runter springen. Jetzt machen wir noch... Ach, ein Feld. Dafür gehen wir aber nochmal schlafen, weil wir jetzt draußen arbeiten. Okay. Nimm noch die Tanks mit, wenn du eh runtergehst für die Treppen. Ja, scheiße. Das wäre alles zu einfach, Leute. Das wäre alles zu einfach. Stimmt natürlich auch. Was ich mir jetzt noch machen werde, ist noch eine gescheite Dings. Wobei, wir hatten doch vorhin irgendwo eine hier. Boah, ey, die auch gebraucht. Die Iron Hoe. Oder Stein Hoe. Chain Six Flash, vielen Dank auch für deinen Follow. Herzlich willkommen. Machen wir mal so. Zack. So, da muss ich mir jetzt überlegen. Achso, eine Schaufel haben wir noch. Wo kommt denn hier eine Kuhfarm hin? Ich würde sagen, die würde ich jetzt gern hier hinten würde ich die hinmachen. Ja, so. Genau. So, das sieht gut aus. Boah, ey, krass. Geh ich mal hier vorne hin. Ist ja auch noch so viele Sachen drin. Oliver! 300, 3200 oder wie auch immer. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Macht man die hier in dem Modpack, macht man die, genau, Zäune noch so. Ich brauche noch mehr Holz. Ich brauche massiv mehr Holz. Aber nochmal schnell, wir haben ja noch ein paar Minuten, würde ich mir gerne
Den Hammer, den kurz mal die Axt machen. Nee, das ist die Battle Axe, das ist die Lumber Axe. Ein Axtkopf, ein großes X, ein kleines, nee, ein großes X, ein großes Rod und ein Dings. Axtkopf. Genau, Broad Axe, Head Pattern. Ein großes X, Tough Binding. Und das andere Ding haben wir. Dann müssen wir die noch, haben wir noch ein bisschen Aluminium Brass? Wir haben noch ein bisschen Aluminium Brass. Passt sehr gut. Wieso? Molten Aluminium Brass. Ach, ich bin so doof. Klar. Wir müssen hier an das Ding ran. Brauchen noch mehr Kobbel. Müssen uns natürlich erstmal Steindinger machen hier. Einmal das Ding und einmal das Ding. So, jetzt brauchen wir die Teile natürlich nicht mehr. Legen wir mal kurz hier rein. Einmal Aluminium Brass drüber laufen lassen. Schwuppdiwupp haben wir auch eine, ja, so ein Musterding. So, die Teile können wir in diese Kiste packen hier. Und jetzt können wir sie gießen. Und ich würde gerne die, das Binding würde ich aus Eisen machen. Hier so eine Paper Two Rod, nee, eine Tough Rod haben wir noch. Und dann fehlt noch das Kopfteil. Das mache ich einfach aus Alemite. Da haben wir 16 Ingots. Das dürfte, glaube ich, hinkommen, ja. So, jetzt habe ich mir auch noch eine schöne Alemite-Axt gemacht. Vier Ingots haben wir verbraucht dafür. So, sortieren wir alles wieder ein. Oh, eine Platte fehlt mir noch, ne? So ein Plattending. Würde ich dann lieber aus... ich glaube, für Ingot reicht das nicht mehr. Machen wir dann einfach Iron. So. Eisen, Papier und Alemite. Das passt schon. Was war die höchste Donation, die du je bekommen hast? Wenn da 353 Euro steht, dann ist das so. Dann ist das von... dann sind das 353 Euro von Ripshot. Also natürlich nicht in einer Donation, aber halt so... im Laufe der Zeit. So, und jetzt haben wir eine Limit Lumber Axe. So, damit gehen wir mal kurz hoch. Was hat das Ding für eine Haltbarkeit? Steht leider nicht dran. Aber der Vorteil jetzt bei dem Ding ist, wir gehen ran und machen die hier. Block. Und haben einen kompletten Baum gefällt. Praktisch. Praktisch as fuck. So. Funktioniert, glaube ich, auch bei den Großen hier. So schnell kann man Holzfarmen gehen. Das nimmt an die Sache echt ab hier. Macht's echt leicht, ja. So, ich will mir damit natürlich nicht unser Stadtbild großartig zerstören, deswegen lasse ich die Bäume hier auch alle stehen. Wieso brennt es hier? Wieso brennt es hier? Ist hier der Blitz eingeschlagen? So, dann Sticks und nochmal Sticks. Und aus den Sticks machen wir jetzt Zäune. So. Jetzt können wir hier ein bisschen... so ein, ja, machen wir aber mal so ein kleines Kuhgehege hier. Hoppla. Kann ich damit einfach fällen, ohne dass alles weggeht? Ja, okay, dann fällt es nur um 3x3 Radius. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Tor. Ein Tor. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so und so, ne? Genau. So machen wir das. Dann holen wir uns jetzt erstmal die Kühe rüber. Kennst du Carsten Stahl?
Ist das nicht dieser Privatdetektiv-Ermittler-Typ? Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. So, komm mit, zwei Kühe, perfekt. Die eine kann von mir aus da bleiben. So, folgt mir, komm, put. Ihr zieht um, es wird schöner. Es wird hübscher, es wird geräumiger, es wird alles besser. Kommt mit, vertraut mir. Kommt mit. Komm, kleine Kuh, komm. Wieso willst du denn jetzt nicht hier? Muss ich dich zu deinem Glück zwingen? Na bitte. Komm. Komm mal, der Papa das Gras, ne? Bist du ganz lieb und zahm hier. Apropos Gras. Ich muss ja hier noch irgendwo noch ein Feld anlegen. Machen wir mal auf die 3, so. Zack. Verschwindet das hier auch ganz schnell. So ein bisschen Platz müssen wir dann doch hier schaffen. Ich glaube, hier unten, der muss noch weg. Und der auch. Ups. So, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen abgegrast. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen. Wobei, den haben wir auch noch weg, den Baum. So, wunderbar. So sieht es jetzt besser aus. Am Ende des meinen Facts und Streams könntest du noch ohne wertvolle Ausrüstung in den Nether schauen, um schauen, was sicher zu machen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Plan. Das will ich auch machen. So. Ach scheiße, machen wir so. Bis hier. Hier will ich nämlich jetzt ein großes Weizenfeld aufbauen, damit man dann die Kühe auch irgendwie füttern kann. Ich glaube, ich habe keinen Platz im Inventar gerade, deswegen kreist die ganze Scheiße um mich rum. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich brauche noch einen Eimer, beziehungsweise ich überlege mal, wie viel gehen das? 1, 2, 3, 1, 2, 3... Das passt. Sehr schön. Kriege ich alles hin. So. Jetzt müssen wir vorne echt mal Kacke irgendwie in die Kisten werfen. Sowas zum Beispiel. So, wo sind jetzt die Sachen hin? Habe ich die jetzt hier irgendwo liegen lassen oder was? Okay, wir brauchen jetzt einen Wassereimer. Haben wir ja auch zum Glück unten. Da ist einer. Wie lange habe ich denn noch? Oh, jetzt wird es langsam knapp. 20 Minuten noch. Bisschen weniger als 20 Minuten. Jetzt muss langsam mal was kommen hier. Ja, das Feld können wir eigentlich auch offen lassen. Dann will ich nochmal ein bisschen... Machen wir eine Doppelkiste noch dahin. Ach komm, danke. So. Eine Doppelkiste. 1, 2. Angry Zombie, Alter. Die packen wir hier hin. Da packen wir dann auf jeden Fall gleich sowas wie die Ho rein. Wenn man das immer vor Ort hat. Wenn man mal hier wieder was nachpflanzen muss. So, jetzt kommt die zum Beispiel da rein. Genauso wie Samen. Und halt alles, was wir so geerntet haben. So, ich will wieder einmal schlafen. Nachts ist nämlich saugefährlich. Was spielst du, X-Pro Gamer HD? Ich spiele
Mindfaction heißt das. Es ist ein YouTuber-Mod-Projekt. Das heißt, ja, Mod-Projekt. Es ist kein richtig riesiges Mod-Pack, aber es ist definitiv ein gemoddetes Minecraft. Und ja, das macht sehr viel Spaß. Und da geht es halt darum, dass ich jetzt hier in erster Linie diesen Livestream überlebe. Und so, ja, die stärkste Stadt gewinnt so ein bisschen. Das sind 24 YouTuber. Jeder hat seine, also es haben immer jeweils 4 Leute eine Stadt zusammen. Und ja, ich bin in Stadt Grün. Und es geht daran, einfach seine Stadt nach vorne zu bringen, ein bisschen die Modpacks zu spielen und auszutesten. Ja, das ist, glaube ich, mein Faction so basic-mäßig erklärt. So, machen wir mal einmal hier Babykühe. Finden wir das auch. Oh, da ist noch einmal Samen drin. Die können wir auch nochmal setzen. Haben wir nur so wenig Samen? Ich dachte, wir hätten nochmal irgendwo... Ah, hier habe ich ja schon alles geguckt, ey. Oh, 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 oh. Zuckerrohr ist wieder gewachsen. Ich muss mal gucken, dass wir hier irgendwie das Zeug irgendwie wegmachen. So, Äpfel können wir auch mal mitnehmen. So, nice. Das ernten wir auch nochmal und na, okay, mit dem restlichen Zeug will ich mich da jetzt nicht aufhalten. Ich muss sowieso jetzt nochmal runter. Ich glaube, wir haben hier unten auch noch ganz schön viele Seeds. Da haben wir zum Beispiel noch Seeds. Hier in die Essenskiste kommt erstmal das ganze Zeug rein, hier, was ich noch habe. Das nicht, aber die können wir aufhängen. So, Seeds, 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 Seeds. Wir haben hier ganz schön viele Seeds, aber nicht die, die ich brauche. Hier haben wir doch bestimmt noch irgendwo da noch mal 2 Seeds. Okay. So, das Feld. Was wollte ich noch? Was wollte ich noch? Ich habe gesagt Treppen und Seeds, oder? Auf YouTube geht, unter meinen Faction-Videos ist eine Liste aller Mitspieler. Ja, also Kukieka ist dabei. Endercrank. Ripshot, der Spielpirat, Holika, Sahe und ja, ganz viele, viele, also von den Großen, der größte ist, glaube ich, Cookie, oder? Cookie-Hacker und Spielpirat sind, glaube ich, die Größten. Papier-LP sollte eigentlich noch damals mit, ach man, die ursprüngliche Liste war so gut und so groß. Fab und Eason, Gnomenlied, aber irgendwo gab es dann immer Probleme. Zombie Brain können wir, glaube ich, auch irgendwo ranhängen. So, das futter ich mal ganz kurz. Sehr schön, hier haben wir dann auch noch mehr Papier. Was wollte ich denn noch? Holz. Holz kann ich eigentlich mal... Packe ich mal nochmal in eine extra Kiste irgendwo hin. So. So, machen wir mal eine Holzkiste. Am besten, wobei, die kann ich auch hier unten hinklatschen. Wo ist denn mein... Da ist mein Spitzhacke. Ups, das wollte ich nicht. So, mache ich hier mal das ganze Holz rein. Hier ist dann irgendwie der ganze andere Stuss. Einmal dahin. So, was wollte ich jetzt noch machen? Nether wolltest du noch? Das stimmt, ja. Aber du bist der Größte der Herzen. Der Größte der Herzen. Ja, dankeschön. Der Sieger der Herzen, meinst du? Ja, gibt ja auf YouTube Carsten Stahl rastet aus. Da gibt es 3 Teile. So, nice, okay. Traube des Glücks. Okay. So, ich habe doch jetzt noch eben, da hatte ich noch ein paar Seeds. Die werde ich nochmal pflanzen.
So, alles für die Kühe. So langsam wird es auf jeden Fall hier ein bisschen besser. Auch wenn das alles noch weit davon entfernt ist, gut zu werden. Meteorchip. Wir brauchen noch ein paar von diesem Meteoritenzeug, aber... Wobei, was ist das? Komet entered orbit at 4935Z19. 4935? In welche Richtung ist das? Z19. Hier wäre sonst hier ungefähr wäre sonst der Komet vorher reingecrashed. Huh, da haben wir nochmal Glück, dass wir den Meteoren, dass wir den Schutzding haben hier. Alter Latz. Das hätte uns voll erwischt, das Teil. Gut, dass wir so ein Meteorenschild da oben haben. So, zack. Nether. Hi, Pedobel PvP. Hast du... Hey, du hast doch eine Magnetrüssel. Habe ich gesehen, dass in deiner Kiste ein Feuerschutztrank. Schluck den, spring in die Lava, deine Rüstungsteile, die im Grund liegen. Das ist eine gute Idee eigentlich, vom Prinzip her. Aber ich habe leider keine Ahnung, wie weit die jetzt schon weggerutscht sind. Ich werde das erstmal anders probieren. Und zwar, so, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ich werde mir... So, das reicht noch für 2 Doppelkisten. Ich werde mir oben auf meine Burg quasi sozusagen, also auf mein Häuschen, werde ich mir eine Kiste hinstellen. Ich habe da glaube ich schon eine stehen, ja. Aber ich werde hier mal so eine Kiste hinstellen. Da. Da werde ich dann meine Sachen reinpacken. So, alles, was ich nicht so brauche. So, ich werde jetzt einfach gleich nur damit, beziehungsweise das, ach, das Meteoritenschwert ist nicht so, das ist nicht so wild. Ich ziehe nochmal eine Holzrüstung an, weil das ist auch alles scheißegal, wenn das wegkommt. Das Schwert nehme ich deshalb mit, weil ich dann ja vielleicht noch irgendwie den Ghast killen kann oder so, der noch irgendwie da rumhängt. Man weiß es ja nicht. So. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, Leute. Achso, ich nehme mal 2 Brote. Ups. Ja. 2 Brote lasse ich. Scheiße. Okay. Puh. Okay, ich setze das anscheinend direkt ins Nether-Portal, wenn ich was baue. Alter Latz, überall. Überall Lohn. Alter Schwede, Leute. Puh. Schon ein bisschen gefährlich hier. Sind die nicht despawned? Die Sachen nicht. Die Tinker's Construct-Teile können nicht verbrennen und nicht despawnen. Das einfach mal, damit man hier noch sieht, wo wir sind. Lass ich einfach mal noch so ein bisschen frei. Alter Schwede. Hört ihr, was da los ist? Hört ihr, was da los ist? Guckt euch an, was da los ist. Guckt euch an, was da los ist und sagt mir jetzt nochmal, wir hätten nicht irgendwie Pech.
Alter Schwede, seht ihr das? Seht ihr das? Das ist ein Turm voll mit Spawnern oder sowas. Alter, seht ihr das? Seht ihr, was da los ist? Du packst das schon, Corona. Danke, ich bin dezent nervös. Alter, guckt euch an, was da los ist. Ich muss mal wieder zurück. Vor allem muss ich mir ein Feuerzeug mitnehmen. Nicht, dass die auf einmal das Ding auszünden. Ausknipsen. Alter! Mach einfach Hex an. Leute, was ist denn da los, Mann? Was ist denn jetzt los hier? Wieso kann ich jetzt nicht rechts klicken? Ah, da geht. Okay, Blöcke habe ich genug. Ich brauche eine Spitzhacke. Nehme ich mir mal eine Eisenspitzhacke mit, damit es einfach fixer geht. 1, 2, 3. Alter Schwede, Mann. Was ist denn da los, Mann? Krasse Scheiße, Alter. Leck mich fett. Leck mich fett. Hi, Bradfish. Gona, willst du Twitch-Partner werden? Ja, irgendwann mal schon. Wie lange geht's denn heute bei dir noch? Noch 5 Minuten habe ich für Mindfaction-Zeit. Danach. Achso, ein Feuerzeug wollte ich noch mitnehmen. Danach machen wir. Wieso leckt das jetzt so? Danach machen wir ein bisschen Minecraft-Leben und so weiter und ein bisschen PvP, wenn ihr Bock habt. Und dann mal gucken, ne? So, eins davon und. Wo ist denn? Wir haben doch. Mann, wo sind denn hier die. Was soll denn das? Irgendwo haben wir doch auch sicherlich einen Flint. Corona wohnt im Norden, ja, in Rostock. Mittlerweile. So. Haben wir den Bug auch mal behoben. Zack, so ein Flint, 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 Flint. Da ist noch ein Flint. Okay, das haben wir jetzt auch. Ich nehme mir nochmal. Oh Gott, warum leckt denn der Server jetzt so? Das wäre natürlich richtig scheiße. COD oder Battlefield? Boah, du, ich spiele beides manchmal gerne. Im Nether kannst du alles finden, um das Portal wieder anzumachen. Kohle vom Wither etc. Wow, als ob ich einen Wither wieder finden würde. Wieso? Ach Mann, warum leckt denn das jetzt so? Wieso spackt denn der Server jetzt komplett ab? Was da los? Und nein, aus deiner Stimme gehört Kisten öffnen. Was? Aus deiner Stimme hörst du dich an wie ein Hamburger. Okay. Wieso ist das denn jetzt alles so schwammig hier? Ey. So, ich nehme mir ein Bucket mit und... Wo ist denn das ganze Eisen? Da ist das Eisen. Na gut. Hi, Navid! Na, endlich wieder da. Das macht mich glücklich. Du kannst mit dem Schwert keine Kisten öffnen. Doch, kann ich. Guck. Es hat einfach nur geleckt. Wie Sau. Ist Minecraft eigentlich ein Prozessor und oder Grafikkartenspiel? Prozessor. Cauldron. Zack. So. Jetzt machen wir das schon, wenn schon, denn schon richtig, ne? Da hat der einfach einen Feuerfall. Ich glaube es nicht. Nochmal 2, 3 davon. So. Jetzt gehen wir durch. Abonniert Corona! Yay! Heute kein FIFA? Mal gucken. Also, dann füllen wir erstmal hier den Cauldron voll. Da muss ich mir noch ein bisschen Platz machen. Ich muss da hin und wieder mal drin baden. Wenn ich jetzt gleich irgendwie gekillt werden würde. Oh,
Oh oh. Okay. Das machen wir jetzt Step by Step hier. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Gast gestorben. Ha, das ist jetzt aber auch echt frickelig, Mann. Alter, das ist aber jetzt aber auch eine verzwickte Lage. Dir Minecraft Leben gefunden hat. Hast was? Du meinst, wie ich in Minecraft Leben gefunden bin, oder was? Ich da, achso. Ardite kann ich nicht abbauen. Ich bin durch Max reingekommen und mir gefällt's gut. Ich weiß nicht, welche Frage, worauf du abgezielt hast. Alles bestens. Wie geht's dir, Navid? Aber anscheinend war die Frage wohl alles, oder war die Antwort wohl alles bestens. Heilige Scheiße, Mann. Oh oh. Huhuhu, war das knapp. Eieiei. Da ist schon wieder ein Gas gespawnt. Was soll denn das? Alter Latz. Also bei mir ist alles gut, falls die Antwort, falls es mir ging. Hi Corona, wie geht es dir? Ich wollte nur so fragen, achso, hatten wir schon. Oh, diese Gasgeräusche, ja Mann. So, jetzt gehe ich wirklich oft. Schaff's gut, Mädels. Alles klar, Chains, hau rein. Hat er Leben schon gespielt? Nein, Leben kommt gleich. Einfach offensiv drauf, das schaffst du. Ja, hast ja gesehen, wo mich das hinführt. Da ist auch noch ein Ultramob dabei. Da ist noch irgendwo ein Ultramob. Oh, Mist, ich hab bei Mifcom ein i5 und eine GTX 770. Ach, das reicht. Der i5 reicht auch locker. Bin nur wegen dem gekommen, okay. Was ist das eigentlich für ein Modpack? Was Eigenes dafür? Ja, das ist was Eigenes. So, und ich kann jetzt noch... Mist. Okay, ihr wisst, jetzt muss ich eh runter, Zeit war eh vorbei, ist egal, aber nice. Gut, Freunde, ich verabschiede mich jetzt für die YouTube-Aufnahme erstmal. Stream geht gleich weiter. Leute, wir sehen uns dann morgen in der Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Tschüss. Und so, ihr wisst,